Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge werfen wir einen weiteren Blick auf den Wiener Kongress, also der Wiener Kongress Teil 2. Nachdem wir uns in der ersten Folge angesehen haben, wie der Wiener Kongress eigentlich zustande kam, werden wir uns in der heutigen Folge vor allem mit den Protagonisten dieses Kongresses beschäftigen. Wir beschränken uns dabei allerdings auf die großen europäischen Länder, denn in den damaligen Jahrhunderten war es eben normal, dass vor allem die großen politisch und militärisch einflussreichen Länder das Sagen hatten, und das sollte auch auf dem Wiener Kongress nicht anders sein. Los geht's! Gehen wir einen Schritt zurück. Mit dem Ende der Napoleonischen Kriege war Frankreich endgültig geschlagen worden. Im Anschluss an die Napoleonischen Kriege hatte man zunächst mit dem Pariser Frieden einen Friedensvertrag mit Frankreich geschlossen und damit diesen großen Krieg dieser Zeit damals beendet. Doch das bedeutete noch nicht, dass man damals auf dem Pariser Frieden jetzt alle Dinge geklärt hätte, die notwendig waren für eine Neuordnung Europas. Und somit hatte man Teile der Verhandlungen dieses ersten Pariser Friedens auf eine spätere Konferenz vertagt, nämlich auf den sogenannten Wiener Kongress. Und auf dem Wiener Kongress kamen nun unterschiedlichste Staaten Europas zusammen, die sich hier zusammensetzten und in kleinen Gremien daran arbeiteten, wie eine Neugestaltung Europas aussehen sollte. So zahlreich wie die Staaten waren, die jetzt auf dem Wiener Kongress erschienen, so verschieden waren auch ihre Protagonisten. Denn man hatte natürlich sehr unterschiedliche Menschen, die jetzt hier an diesem Wiener Kongress teilnehmen sollten. Man hatte verschiedene Politiker, vor allem die wichtigen Regierungspolitiker. Man hatte aber auch die Monarchen der verschiedenen Länder, die jetzt hier zu Gast waren. Und das war schon eine Sache, die eigentlich sehr ungewöhnlich war. Denn dass die Monarchen bei solchen Treffen persönlich anwesend waren, war nicht unbedingt üblich gewesen in der Vergangenheit. Und insofern sollte die Anwesenheit der Monarchen auch nochmal unterstreichen, wie wichtig dieser Kongress eigentlich für die Zukunft Europas sein sollte. An den eigentlichen Verhandlungen des Wiener Kongresses in den verschiedenen kleinen Gremien nahmen allerdings die Monarchen nicht teil, sondern die bevorzugten es, sich miteinander auszutauschen, aber vor allem bevorzugten sie natürlich auch das Entertainment-Programm sozusagen der damaligen Zeit in Wien. Man ging vor allem auf verschiedene Bälle und sollte hier seine Zeit vertreiben mit Tanzen, Trinken, Essen, auch verschiedenen Frauengeschichten, die dort in dieser Zeit stattfanden. Und so hatte man eben auch viele andere Dinge zu tun, die eine sehr willkommene Ablenkung waren zu den harten Verhandlungen, die vor allem die Politiker dann auf dem Kongress selbst zu führen hatten. Kommen wir zu den Protagonisten. Der Gastgeber des Wiener Kongresses war sehr naheliegend Österreich gewesen, und zwar hier repräsentiert durch den bereits gebrechlichen Kaiser Franz I. Allerdings hatte der österreichische Kaiser eben auch aufgrund seines Gesundheitszustandes und seines Alters hier nicht mehr wirklich viel zu sagen, sondern für Österreich sollten vor allem die zentralen Politiker die Verantwortung tragen für die Geschäfte, die man jetzt hier auf dem Wiener Kongress abzuhalten hatte. Und allen voran war das der österreichische Außenminister Clemens Wenzel von Metternich, den man bis heute als den Fürst von Metternich kennt. Im österreichischen Lager war Metternich derjenige, der alle Fäden in der Hand hielt, und überhaupt gilt er als einer der großen Strippenzieher und Initiatoren des Wiener Kongresses, auch wenn er nicht unbedingt der beliebteste Politiker seiner Zeit war. Für Russland nahm Kaiser Alexander I. persönlich an diesem Kongress teil. Er hatte verschiedene Berater mitgebracht und Politiker. Einen ganzen Anhang von über 60 Leuten hatte er dabei, die ihm jetzt hier zur Seite stehen sollten. Wie auch die anderen Monarchen war Alexander I. in den verschiedenen Gesprächen nicht persönlich anwesend gewesen. Allerdings war es schon so gewesen, dass der russische Kaiser eine etwas andere Auffassung davon hatte, was Politiker durften und nicht. Denn Alexander I. war ein Kaiser, der durchaus auch politisch selbst Entscheidungen treffen wollte und sich eben nicht nur von Politikern Vorschläge unterbreiten lassen sollte. Das führte dazu, dass der Kaiser hier bewusst auch eingriff in das, was passierte. Und das sollte seine Berater teilweise vor große Probleme stellen, denn die wurden nun ständig von den verschiedenen Stimmungsschwankungen ihres Kaisers kalt erwischt. In der Öffentlichkeit hingegen wusste sich Alexander I. sehr gut zu inszenieren, denn Alexander I. war ein gern gesehener Besucher der Wiener Bälle. Er galt als ein großer Redner, er sprach verschiedene Sprachen, darunter auch fließend Französisch, was in dieser Zeit relativ üblich war, aber auch Deutsch. Und insofern hatte er auch keine Probleme, hier Anschluss zu finden sprachlich, um mit vielen Leuten in einen Austausch zu kommen. Gleichzeitig liefen auch beim russischen Kaiser in dieser Zeit verschiedene Frauengeschichten in Wien, was durchaus auch zu persönlichen Konflikten mit dem Fürsten von Metternich führen sollte. Denn diese zwei Herren, nämlich auf der einen Seite der österreichische Außenminister und auf der anderen Seite der russische Kaiser, waren nicht nur politisch sehr unterschiedliche Leute, sondern sie konkurrierten eben auch teilweise
um die Gunst derselben Frauen, was auch zu persönlichem Streit führte, der wiederum dann auf den Kongress ausstrahlen sollte. Und hier sieht man, dass der Wiener Kongress eben weit mehr war als nur politische Verhandlungen, sondern hier ging es auch um persönliche Streitereien, um persönliche Animositäten, um Apathie gegeneinander und ähnliche Dinge. Für Preußen nahm König Friedrich Wilhelm III. An diesem Kongress teil. Doch der preußische König galt als schwach und wenig durchsetzungsfähig und erschien daher zeitweise eher wie ein Juniorpartner des russischen Kaisers, der sich hier deutlich stärker als ein Politiker hervortat. Für Preußen wiederum sollten vor allem zwei Politiker zentral werden in dieser Zeit, nämlich zum einen Wilhelm von Humboldt, bekannt bis heute als der Begründer der Berliner Humboldt-Universität, und auf der anderen Seite ein Mann namens Hardenberg. Für Großbritannien nahmen auf dem Wiener Kongress hingegen nur Politiker teil, denn man muss sich bewusst machen, der britische König Georg III. Litt bereits zum Zeitpunkt des Wiener Kongresses an einer schweren psychischen Erkrankung und war daher nicht in der Lage, produktiv an diesen Gesprächen teilzunehmen. Insofern reiste der britische König erst gar nicht zum Kongress an, sondern ließ sich dort von verschiedenen britischen Politikern vertreten. Und die britischen Politiker sollten in Wien vor allem mit einer Sache auffallen, nämlich mit unzulänglichen Französischkenntnissen. Ähnlich wie der britische König blieb auch der französische König den Wiener Verhandlungen fern. Frankreich spielte allerdings hier eine Sonderrolle, denn wie am Anfang ausgeführt, war Frankreich ja eigentlich der Kriegsverlierer gewesen. Es war daher eigentlich gar nicht selbstverständlich gewesen, aus heutiger Sicht zumindest, dass Frankreich jetzt überhaupt Teil dieses Kongresses sein sollte. Denn man hätte natürlich auch argumentieren können, warum sollte man einen Kriegsverlierer zu so einem Kongress einladen, denn das waren Leute, denen sollte man doch eigentlich sagen, was sie zu tun hatten. Warum sollten die hier groß mitreden? Doch das widersprach natürlich genau der Idee des Wiener Kongresses, eine stabile Nachkriegsordnung zu schaffen. Denn man wusste, man kann keine stabile Nachkriegsordnung ohne Frankreich schaffen. Insofern musste man die Franzosen jetzt von Beginn an einbinden, denn nur mit Frankreich konnte man Europa stabilisieren. Insofern waren natürlich jetzt französische Politiker in Wien anwesend, um hier mitzudiskutieren. Der französische König hingegen blieb in Frankreich, was auch einfach mit der innenpolitisch instabilen Lage zu tun hatte. Denn nachdem Napoleon das erste Mal besiegt worden war und auf die Insel Elba verbannt worden war, hatte man in Frankreich immer noch viele verschiedene Sympathisanten Napoleons. Das bedeutet, die napoleonische Idee war noch längst nicht aus der Bevölkerung und aus den Köpfen der Menschen verdrängt worden, sondern nach wie vor gab es eben viel Rückhalt für Napoleon. Und insofern war es gefährlich für den französischen König, jetzt aus Frankreich wegzugehen und damit quasi den Thron dort ungeschützt zu lassen, denn das hätte möglicherweise einen Putsch oder Ähnliches nach sich ziehen können und dann wäre das ganze Kartenhaus für den französischen König zusammengefallen. Insofern war es wichtig, dort zu bleiben und die innere Ruhe zu gewährleisten. Neben den bereits genannten Großmächten nahmen in Wien natürlich auch verschiedene mittelgroße und kleine Staaten teil, darunter vor allem die vielen verschiedenen zersplitterten deutschen Staaten, denn Deutschland war ja eine zersplitterte Landmasse quasi gewesen, mit vielen einzelnen kleinen Einzelstaaten mit ihren eigenen Herrschern. Und diese Leute nahmen natürlich jetzt alle in irgendeiner Form in Wien teil. Doch wie gesagt, werden wir uns hier bei den Protagonisten nur auf die großen Staaten beschränken, denn die sollten am Ende entscheiden, wo es lang zu gehen hatte. Die zentrale Leitfigur für den Wiener Kongress blieb natürlich unter den Politikern der österreichische Außenminister Clemens Wenzel von Metternich. Doch Metternich, der große Strippenzieher des Wiener Kongresses, war von Beginn an nicht unumstritten gewesen. Der Metternich galt nicht nur im eigenen Land, sondern auch in den anderen europäischen Ländern durchaus als jemand, dem man nicht wirklich vertrauen kann, als eine machtgierige Person. Viele bezeichneten ihn als hinterhältig und prinzipienlos und entsprechend misstraute man diesem Mann. Und daher war es nur selbstverständlich, dass man natürlich jetzt auch versuchte, gegen die Vorschläge Metternichs und gegen diese dominante Stellung, die er in Wien einnehmen sollte, Widerstand zu leisten. Insbesondere mit dem russischen Kaiser Alexander I., wie bereits gesagt, gab es zahlreiche Konflikte, die teilweise politischer und teilweise privater Natur gewesen waren. Weniger umstritten als Metternich selbst war sein britischer Kollege. Doch die Briten hatten von Beginn an das Problem, dass sie in Wien vor allem mit einem gewissen Lächeln wahrgenommen wurden, denn die Briten waren quasi die einzigen Vertreter dort, die nicht flüssig Französisch sprachen und somit musste für die britischen Vertreter ständig ein Übersetzer anwesend sein, was bei anderen europäischen Ländern Belächeln auslöste, denn eigentlich war es normal, dass man gerade in Diplomatenkreisen Französisch sprach, doch bei den Briten sollte das nicht so sonderlich gut funktionieren. Ein wesentlich besseres Bild gab der französische Außenminister ab, denn nicht nur hatte er keine Probleme mit Französisch, wie man sich vorstellen kann, sondern er galt auch als eine sehr durchsetzungsfähige und erfahrene Persönlichkeit. Zum einen war er bereits unter Napoleon Bonaparte in der Politik aktiv gewesen, was ihn natürlich ein Stück weit verdächtig machte. Auf der anderen Seite hatte er sich eben aber auch in die Restauration der Monarchie in Frankreich gut eingefügt und konnte jetzt versuchen, möglichst viel für Frankreich rauszuholen. Er galt als selbstbewusst und diplomatisch geschickt, gleichzeitig auch als humorvoll und war vor allem auch bekannt für seine rhetorischen Stärken, denn er war in der Lage,
sehr gute Reden zu halten, die die Leute mitnahmen. Und gerade für Frankreich war natürlich ein gutes Auftreten in Wien wichtig, denn man war ja, wie gesagt, der Kriegsverlierer gewesen. Das bedeutete, es wurde einem nichts geschenkt. Also musste man hier nach Möglichkeit selbstbewusst auftreten, wenn man am Ende des Tages auch was von dem großen Kuchen abhaben wollte. Für Frankreich war am Ende entscheidend, dass man sich wieder in die Riege der Großmächte in Europa integrieren wollte. Man wollte also kein Randdasein führen, denn dahin hatte einen Napoleon jetzt quasi geführt zuvor, sondern man musste sich irgendwie wieder in die Gemeinschaft der europäischen Monarchien integrieren. Und daher war es auch nur natürlich, dass beispielsweise bei dem Abschluss der Heiligen Allianz auf dem Wiener Kongress wenige Jahre später Frankreich auch beitreten sollte und Frankreich damit kundtat, dass man jetzt bereit war, sich wieder in diese alte Familie europäischer Monarchien zu integrieren. Weniger durchsetzungsfähig, aber ebenfalls beliebt und angesehen war der preußische Staatskanzler Hardenberg. Hardenberg, kann man sagen, war ein Arbeitstier, denn er galt als einer der am besten vorbereitetsten Politiker in Wien überhaupt. Überhaupt mied er vor allem auch das Wiener Entertainment-Programm. Hardenberg war also niemand, den man unbedingt auf den Wiener Bällen fand, sondern er war vor allem jemand, der gerne seine Zeit alleine verbrachte, mit Arbeit verbrachte, mit dem Studium von Dokumenten verbrachte, was ihm allerdings dann in den Verhandlungen große Vorteile bringen sollte. In Ausstrahlung und Durchsetzungskraft wurde Hardenberg allerdings übertroffen von dem zweiten wichtigen preußischen Politiker, der in Wien anwesend war, nämlich Wilhelm von Humboldt. Wilhelm von Humboldt war ein Akademiker durch und durch. Er war der Gründer der Berliner Humboldt-Universität und gleichzeitig ein erfahrener Politiker, der hier offiziell unter Hardenberg arbeitete, zugleich aber ein Stück weit auch mit ihm arbeitete, ein Stück weit auch gegen ihn arbeitete. Denn Hardenberg und Humboldt hatten nicht unbedingt die gleichen politischen Überzeugungen. Auf russischer Seite spielte für die Politiker vor allem der Staatskanzler Nesselrode eine besondere Bedeutung. Allerdings muss man sich bewusst machen, dass, wie gesagt, Alexander I. sich als ein politisch aktiver Kaiser auch stark eben in das einmischte, was in Wien passierte, sodass der Staatskanzler nicht die Freiheiten hatte, die beispielsweise der preußische Staatskanzler hatte. Insofern hatte Nesselrode immer wieder damit zu tun, dass er auch mit der Sprunghaftigkeit seines Herrschers irgendwie zurechtkommen musste, was seine Handlungsmöglichkeiten in Wien eben durchaus einschränkte. Insbesondere für die deutsche Frage hatte Russland auch dafür gesorgt, dass Politiker vor Ort waren, die sich mit diesem Themengebiet besonders gut auskannten. Der wichtigste unter ihnen war der Freiherr vom Stein, ein ehemaliger preußischer Beamter, der bereits 1812 an den russischen Kaiserhof übergesiedelt war. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wiener Kongress ein Zusammenkommen sehr unterschiedlicher Leute war. Auf der einen Seite verschiedene Monarchen, die mal mehr, mal weniger einflussreich waren. Auf der anderen Seite verschiedene Politiker, die sich teilweise politisch bekriegten, teilweise aber auch zusammenarbeiten, teilweise aber auch in persönliche Animositäten verstrickt waren, neidisch aufeinander waren, eifersüchtig aufeinander waren, auf verschiedene rivalisierende Frauengeschichten am Laufen hatten und damit eben auch Streitereien hatten, die weit über das Politische hinausgehen sollten. Doch schlussendlich musste man sich hier am Riemen reißen, denn es ging darum, gemeinsame Lösungen für ein stabiles Nachkriegs-Europa auszuarbeiten. Und tatsächlich sollte das am Ende auch gelingen. Wohlgemerkt, der Wiener Kongress war natürlich, so wie alle Kongresse der letzten Jahrhunderte, vor allem eine Männerveranstaltung gewesen. Das bedeutet aber nicht, dass in Wien natürlich nur Männer anwesend gewesen wären, sondern Frauen spielten hier eine große Rolle. Und Frauen waren bei vielen politischen Entscheidungen und politischen Treffen in der Geschichte der frühen Neuzeit von besonderer Bedeutung gewesen. Denn durch den Einfluss, den sie bei verschiedenen Männern und damit verschiedenen Politikern häufig gewannen oder auch bei verschiedenen Monarchen, konnten sie eben indirekt Macht ausüben. Und insofern spielten auch auf dem Wiener Kongress Frauen eine Rolle. Und in der nächsten Folge werden wir daher mal in ein paar wenigen Minuten einen Blick auf die Rolle der Frauen in Wien werfen. So viel erstmal bis hierhin. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst auch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal bei welcher Folge und in welchem Thema auch immer. Macht's gut!